Yo, do, diddly dong, ladies and gents. Hier ist mal wieder euer Furling Force. Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem 1000 unaufhaltsam Special unter Anführungszeichen. Letztes Mal habe ich es ja live probiert. Nach 4 bis fucking 5 Stunden. Und jetzt heute habe ich es endlich geschafft. Wir haben es jetzt, wie spät haben wir es denn jetzt? 6.24 Uhr. Sagt das ja nicht meiner Mutter. Und ich nehme mal an, die schaut es gar nicht. Auf jeden Fall, ich habe es endlich geschafft. Ich habe so heftig, richtig hart getryhardet. Und dieses Gameplay werdet ihr dann auch nachher gleich sehen. Ihr seht schon, die letzten Games sind abgegangen. Ich habe immer nur geile Sachen gemacht. Ich bin auch jetzt mit der KD wieder gestiegen auf 2.36. Aber wie schon gesagt, ich zeige euch jetzt richtig, richtig Hammer Gameplays, ja. Weil ich bin einfach dann so abgegangen. Danach habe ich wieder Nuklears gemacht. Da, ich meine, einfach nur Hammer. Habe ich dann einfach geilen Scheiß rausgeschmissen. Und ich würde mal sagen, ich zeige euch jetzt mal einen Fail. Und dann geht's weiter mit dem Hammer Gameplay. Und ihr seht, meine Damen und Herren, es geht richtig ab. Ich fetze die Gegner ab. Wir sind jetzt auf einem 17er Streak und zack. Ich werde durch eine fucking EMP-Granate gekillt. Auf einem 17er Gun-Streak. Auf diesem fucking Gameplay, Leute. Jetzt geht's los mit dem Gameplay. Fuck this game. Und nach einem ranzigen Tötchen-Popöchen geht's weiter mit einem Hammer-Gameplay, beziehungsweise mit diesem einen, jenen, welchen Gameplay, wo ich einfach, ja, sagen wir mal so, das 1000 unaufhaltsam geknackt habe, die 1000 unaufhaltsam, Alter, Lerndeutsch. 1000 Unstoppable Ladies and Gents. Auf jeden Fall richtig Hammer und ihr werdet es in diesem Gameplay sehen. Am Anfang bin ich extremst abgegangen und sobald es nur ansatzweise zum Nuklear kommt, werdet ihr echt sehen, Alter, ich habe so getryhard. Ich habe so, wie der Marcel unter anderem sagen würde, geschwitzt. Also mir ist jetzt richtig heiß. Wir haben nach wie vor jetzt schon 6:30 in der Früh. Ihr könnt euch vorstellen, wie lange ich ausprobiert habe das Ganze. Ich habe es live probiert. Ich habe es so fucking oft live probiert, meine Damen und Herren. Ich habe mir echt gedacht, es geht nicht mehr. Aber naja, irgendwie habe ich dann gesagt, okay, ich höre jetzt einfach auf, ich tryhard jetzt einfach nur mehr so. Und ihr seht schon, ich bin mit das KH mit Schalli. Ich habe hier Schaft drauf, ich habe hier Schaft und Schalli drauf. Das sind die zwei Sachen. Aktuell noch in Gold. Ihr seht, die Leute kommen daher mit Pumpkin. Ich habe so viel Lack. Hier blockt mich der Gegner. Ich hätte mir gedacht, Alter, wenn ich jetzt sterbe, ich rage so fucking hard. Und ihr seht schon, die Gegner pushen, wir haben Orbi, was habe ich jetzt? Ich bin am Anfang einmal sinnlos gestorben. Ich habe jetzt 15 zu 1, ich bin, glaube ich, am Anfang. Ich habe einen Kill gemacht, also von dem her können wir, glaube ich, ziemlich oft das anlegen. Ihr seht schon, es geht ab, ich pushe die Leute spawnen überall. Ich habe am Anfang noch gedacht, okay, ich pushe jetzt mal, so wie es geht. Also ich bin richtig am Pushen, Alter, Leute, ich habe schon wieder einen Muskelkater. Erstens, oder Muskelkätzchen, wie nennt man das bei euch in Deutschland? Muskelkater, ich nehme an, das nennt man bei euch auch Muskelkater. Ja, wie schon gesagt, ich habe richtig getryhardet. Ihr werdet sehen, ich bin jetzt auf 15er Gunstreak auf 17. Okay, wir haben zuvor 2 Kills gemacht. Das heißt, wir sind jetzt auf 15er Gunstreak in einer Zeit von, wie viel habe ich jetzt gespielt? Das waren vielleicht 2 Minuten. Und ihr seht schon, das ist eigentlich ziemlich nice von der Geschwindigkeit her. Ihr seht auch auf der Seite von mir, die Gegner pushen rein, sie spawnen permanent. Und ich habe mir echt gedacht, Alter, soll ich da rausstehen oder soll ich einfach nur der Ecke campen und aus der Distanz irgendwie die Gegner abballern? Ich meine, in gewisser Weise wäre das natürlich auch gegangen, aber ich jump-shotte lieber und versuche die Leute eher sicher wegzuholen. Und ja, zwar ein bisschen zu riskieren, das ist doch interessant, weil ich meine, wenn ich jetzt die 12 Minuten nicht durchhalten konnte, ihr wisst ja gar nicht, was mir in der Zeit, wo ich das jetzt probiert habe, diese 30, 40 Live-Commentary sicherlich gemacht habe, wo ich dann alle gelöscht habe und geraged habe. Ich bin jetzt schon auf 20. Was geht mit mir? Ich bin ja Boss, Leute. Ich bin der Oberboss. Ah, auf jeden Fall, wie schon gesagt, ich habe da einfach Hardcore Gas gegeben. Habe dann einfach jedes Mal 100% gegeben. Auch jedes Mal im Commentary reingeschrieben. Einfach so gedacht, okay, ich fetze es. Okay, jetzt mach das noch. Ich komme, jetzt schaffe ich es nochmal. Und dann war es einfach nach 3, 4, 5 Stunden nicht mehr möglich. Und wie schon gesagt, ich habe jetzt 1000 unaufhaltsam, Leute. Und das finde ich richtig geil, weil es ist immer so, wenn man steckt sich immer bei irgendwelche Ziele, wenn man sich denkt, okay, die erste Nuklear ist interessant, die zweite Nuklear auch, dann nach 10, 20 Nukleas flaut diese Aufregung vor einer Nuklear langsam ab und denkt sich, ja scheiß drauf, ich habe ja eh schon 70, 75 weitere Nukleas, das juckt doch keine mehr, ob ich die jetzt auch noch schaffe oder nicht. Und ja, wie schon gesagt, in diesem Gameplay, also in diesem 1000
vor den 1000 Gameplay. Ich bin jetzt schon auf 25. Alter, was bin ich für ein Biest, Leute? die letzten 5 Kills, Alter. Ich campe so hart. Wenn ich gecheckt habe, Alter, ich habe schon 25. Habe ich nur mehr gecampt. Ihr werdet es gleich sehen. Aber ich würde mal sagen, das ist legitim. Bei so einem fetten Special, wo dir echt die Pumpe geht. Wie schon gesagt, dieser Meilenstein, was wirklich ein Meilenstein ist. Weil 2000 unaufhaltsamen Leute, das werde ich nicht mehr schaffen in meiner Zeit im Black Ops 2. Ich hoffe, dass Advanced Warfare mich da ein bisschen ablosen wird. Ja, und wie schon gesagt, da steigt die Aufregung dann doch nochmal. Ihr seht doch hier, ich verkacke da mein Aim. Ich habe noch mit der letzten Kugel habe ich ihn weggeholt. Es war doch noch nicht so gefährlich, aber man wird einfach, ja, dieses Adrenalin, dieser Adrenalinkick, der einfach von den Nuklears allgemein ausgeht oder allgemein von einer Herausforderung. Ihr seht, ich bin jetzt, glaube ich, auf 28er, 29er Streak und die Sache ist ja nicht die, dass ich nur nuklear machen muss. Ich muss einfach 33 Kills mindestens machen, dass ich auf die 1000 komme, weil ich hatte zuvor 997. Das heißt, ich habe dann zwar unaufhaltsam, ich habe dann zwar nuklear, aber die nuklear kümmert mich im Prinzip nicht, weil das bringt mir ja nichts. Ja, wie schon gesagt, dann habe ich dann einfach Hardcore getryhardet und ihr werdet auch sehen, ich beschleunige das Ganze jetzt ein bisschen. Ich habe jetzt auf 3 geklickt, Alter, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich bin. So, 1, 2, 3, 4, okay. Die Runde geht los. 1, 2, 3, 4, 5 von der Beschleunigung. 1, 2, 3, 4, habe ich es richtig gemacht? Na scheiße, ich habe es wieder verkackt. Ich spule jetzt hier mal ein bisschen vor, Leute. Ihr seht schon, hier habe ich echt getryhardet. Und wie ich schon gesagt habe, Alter, ich habe nur Schiss gehabt. Ich habe die Gegner zwar gesehen, sie waren rund um mich. Ich bin angehittet worden, ich konnte schon... Ah, fuck, das war die falsche Seite. Ich war einfach so hart am Tryhard. Ich wollte einfach nur schauen, dass ich möglichst... Ich habe sogar alles verkackt. Ich habe sogar die EMP-Granate in die Seite geschmissen. Und ihr habt es mir letztes Mal geschrieben, wie viele Unaufhaltsam ihr habt. Und ich ganz ehrlich... Wenn ihr ein Nuklear habt, seid ihr schon ein guter Spieler, weil es ist ja trotzdem dieser Kick einfach, dass man es einmal geschafft hat. Dass man einmal Nuklear gemacht hat, allgemein, ist schon besser als 1000 Unaufhaltsam. Ich sehe schon, die Sonne geht gerade auf. Alter Leute, das ist trotzdem so richtig geil, dass ich jetzt trotzdem noch die Nuklear geschafft habe. Mit einem kleinen Team, wir waren 3 Leute insgesamt. Am Anfang habe ich ja, ich sehe da mal die Leute, der Reason Baku und der Bizak. Double K, Dot, Punkt. Und wir sind richtig abgegangen, ihr seht, ich schwitze hier wirklich. Also ich glaube, jetzt mache ich es nuklear. Komm, gib mir den Nuklear. Noch nicht ganz nuklear. Komm, 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 give it to me, baby, give it to me. Und da haben wir das Nuklear, meine Damen und Herren. Mein 113. 112. irgendwas in die Richtung. Und auf jeden Fall, jetzt kommt die Sache, die interessant wurde für mich. Das heißt, okay, wir spielen uns mal mit das K. Und ja, wie schon gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr von dem Gameplay? Am Anfang war es nämlich richtig Hammer. Und vor allem möchte ich von euch wissen, was ihr in der Situation tun würdet, wenn ihr einfach jetzt schon seit 4 Stunden lang spielt. Ihr wollt eigentlich schon das Game schon seit 3-4 Stunden aufhören zu spielen. Und dann denkt euch, na, jetzt mache ich es einmal, einmal geht's noch, jetzt schaffe ich es. Und dann werdet ihr auf einer 17, eigentlich mal, war ich sogar 28er Streak oder 29er Streak sogar einmal, werde ich gekillt von irgendeinem Scheiß, wo man sich echt denkt, Alter, das Game hat es wirklich auf mich abgesehen. Und es ist einfach so hammermäßig, jetzt unaufhaltsam. Erstes, glaube ich, das erste unaufhaltsam. Und ja, das ist einfach so dieser Kick. Ich hoffe, dass ich in Advanced Warfare noch mehr abgehen kann, wenn ich dann auch eine PS4 habe. Ich habe mir jetzt auch eine Elgato bestellt. By the way, weil ich habe mein Vater hat mir noch Geld geschuldet und das habe ich gesagt, okay, ich habe gesagt, okay, ich borg's ihm, die 1000 Euro, die sind eigentlich 10.000 Euro, die ich nicht gebraucht habe und jetzt habe ich es mir wieder zurückgeholt und wie schon gesagt, 2 unaufhaltsam, so, und jetzt kommt auch bald die Elgato und dann werde ich mir vielleicht noch einen Maus-Emulator kaufen, dass ich richtig der Hammer-Noob bin. Wie schon gesagt, wir sind jetzt 1 vor, oder haben wir überhaupt, ich habe es vielleicht verkackt, nein, ich bin, glaube ich, noch richtig, ich denke mir einfach, die letzte wollte ich mit C4 machen und da haben wir die 1000 unaufhaltsam, meine Damen und Herren, 3000 unaufhaltsam, ich versuche dann gleich zu schreiben, ich bin einfach so scheiß happy. Dann habe ich mir gedacht, okay, ein bisschen ausbauen und dann knife fail. Oh, oh, der checkt's nicht, du checkst es nicht. Kollege, dreh dich, oh, da, take it, Mage. Ja, wie schon gesagt, dann war es mir eigentlich so egal, ob ich jetzt das Ganze noch schaffe. Ich habe auch vom Aim her richtig verkackt, echt hammermäßig. Und ich würde mal sagen, jetzt versuchen wir mal zumindest mal 50 Likes auf dieses Video zu bekommen, falls ihr es schafft. 50 Likes zu bekommen, versuche ich für euch die 2000 oder falls auch noch zu machen. Alter, schafft, dann schaffen wir 100. Wenn wir jetzt 100 Likes auf dieses Video machen, dann versuche ich die 2000 oder falls, wo natürlich auch alles im Video festgehalten wird. Und ja, wie schon gesagt, Camming Ghost ist egal, Ghost ist für den Arsch. Wie schon gesagt, hier sterbe ich jetzt leider ein bisschen blöd. Ich habe dann, glaube ich, noch gewechselt oder das Game ist sogar so gut wie aus, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare, lasst ein Like da, wenn ihr 2000 unaufhaltsam auch noch sehen wollt.
Und in dem Sinn würde ich mal sagen, I really love you, meine Damen und Herren. Wir hören auf mit einem 38:2. Danach hatte ich noch ein 46:2, 46:3. Dann ging es einfach ab. Und vielen Dank fürs Zuschauen. I love you. See you the next time. Bye, bye. I did it. Ich hab's geschafft, meine Damen und Herren. Bye, bye.